Es ist charakteristisch für diesen Tätertyp, dass er die Angst in den Augen seiner Opfer sieht. Das ist es, was ihn anmacht. Er hatte eine medizinische Ausbildung oder er hat seine Fertigkeiten über die Jahre hin entwickelt. Suchen Sie nach einem Mann, hochintelligent, methodisch und zwanghaft sauber. Es wird schallisoliert sein, er hat chirurgische Instrumente an den Wänden, er hat einen Untersuchungsstuhl oder einen Autopsietisch. Am Morgen dachte ich, heute geh ich mal nicht zum Psychiater, sondern befriedigt meine sadistische Ader. Und ich gleiche zwar Buddy oder Ethiologie, doch bin zu individuell für Serientäterprofil. Meine Motivation, es ist deine Angst zu spüren und ich muss sie triebhaft durch gewaltsame Misshandlung schüren. Deine Frau datet mich in dem noblen Etablissement im Moor, Sterling Silber weg, ich hab chirurgisches Besteck besorgt und es sterilisiert, bis man uns das Steak serviert. Ich köpfe eine Flasche Rotwein, nehm die Lady mit zu mir, Soziopathie entbindet jeglicher Manier, weil ich auf Hässlichkeiten stehe, wird ein Mädchen skelettiert. Ich fühle Leere mit Tabletten, wenn ich lächle, ist das aus Versehen. Doch wenn ich dich folter, probiere ich aus mir rauszugehen. Lehn dich zurück, das ist Entspannungstherapie. Ich halte dich bei Bewusstsein durch intravenöses Ketamin. Hast du es schön bequem? Ich bin experimentell mit narzisstischen Wesenszügen und verändere die Welt. Warum meinst du, Moscherie? Oh mein Gott, du schaust so niedlich, wenn ich dich berühre auf dem Autopsietisch. Ich bin criminal minded, du kannst um Hilfe schreien, doch früher oder später wirst du mir zu Willen sein. Nicht nur die alles mit pittoresker linearer Schrift. Ich bin ein tiefgelenkter Sexualsadist. Mich treibt die Forschung voran, ich lebe in einem Psychofilm und mich zu lieben wäre nekrophil, weil ich hirntot bin. Ich dachte, ich hätte die schlimmsten Auswüchse der Menschheit gesehen, bis ich sie getroffen habe. Halten Sie mich für verrückt. Hören Sie mit den Spielchen auf. Sie wissen selbst genau, was Sie sind. Ich fall durch das Raster deiner Ethik und spiele das Spiel nach meinen eigenen abartigen Regeln. Der perfekte Mord, ich hab die Leichen längst verschwinden lassen. Denkst du echt, dass mich ein FBI-Agent erwischen kann? Ich lass meine Opfer zappeln im schallisolierten OP-Saal. Das ist keine Holzbaracke, das hat Geld gekostet. Das war zeitintensiv, meine Trophäen sammel ich in einer kleinen Galerie. Die Vitrinen wie ein Eisfach gekühlt. Schau mal da nach der Vitrektomie, ergänz ich sie um noch ein Augenpaar. Ich bin schwer gestört und präferiere Perversion. Doch bin akkurat sauber dank divergierender Neurosen. Schau weg, wenn wir uns treffen, solltest du meinen Blick doch erwidern. Stech ich über 70 Mal auf dich ein wie der Boston Reaper. Danach poliere ich mein Instrumentenset und retuschier Defizite deiner entstellten Fresse weg. Zwinge dich dabei zuzusehen vor dem antiken Spiegel. Aus Langeweile lobotomiere ich ganze Familien. Verhaltensanalysten sehen meinen Verstand als Jungfrau, verehren sich zwischen krankhaften Fantasien und Kunst. Du willst mich kennenlernen, aber ich warne dich. Ich bin criminal minded, du kannst um Hilfe schreien, doch früher oder später wirst du mir zu Willen sein. Nicht nur die alles mit pittoresker linearer Schrift. Ich bin ein tiefgelenkter Sexualsadist. Mich treibt die Forschung voran, ich lebe in einem Psychofilm und mich zu lieben wäre nekrophil, weil ich hirntot bin. Du willst mich kennenlernen, aber ich warne dich. Ich bin criminal minded, du kannst um Hilfe schreien, doch früher oder später wirst du mir zu Willen sein. Nicht nur die alles mit pittoresker linearer Schrift. Ich bin ein tiefgelenkter Sexualsadist. Mich treibt die Forschung voran, ich lebe in einem Psychofilm und mich zu lieben wäre nekrophil, weil ich hirntot bin. All seine Morde sind festgehalten, wenn nicht auf Video, dann in einem Tagebuch, das er höchstwahrscheinlich in seiner rechten inneren Jackentasche dabei hat. Diesem Mann fehlen alle normalen menschlichen Gefühle. Eine Tötungsmaschine, unfähig zur Reue, zum Mitleid, zur Liebe.